Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Ihr habt es schon im Thumbnail und auch im Titel gesehen, in diesem Video bekommt ihr die volle Dröhnung PR-Pakete. Also auch Rabatte und dies, das, Ananas, Neuheiten und wenn du Bock drauf hast, so ein bisschen zu schauen, was ich in den letzten Monaten eigentlich von meinen PR-Partnern zugeschickt bekommen habe, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, es war Weihnachten, Julius ist geboren worden, es sind super viele Produkte gelauncht worden und es gibt gerade super tolle Aktionen, die ich auch gerne bewerben möchte. Und ja, deswegen habe ich dieses gesammelte Video einfach mal für euch zusammen erstellt. Und selbstverständlich möchte ich gerne starten mit einem meiner absoluten Lieblingskooperationspartner, Beautymates. Mit denen arbeite ich einfach auch schon super lange, was Hautpflege angeht, zusammen und auch super, super gerne. Und da möchte ich euch einfach gerne heute das Anti-Pickel-Set einmal wieder vorstellen. Ganz einfach, weil das aktuell für mich super, super wichtig ist. Also wenn ich jetzt aktuell in dem Produktberater nach dem richtigen Produkt für mich suchen würde, würde er sagen, Claudinchen, du brauchst das Anti-Pickel-Set eben, weil ich habe hier, ich habe eine gute Full-Coverage-Foundation drauf, aber gleich wird eingeblendet, wie ich ohne Foundation aussehe aktuell. Ich habe hier unten einiges am Start. Genau, das ist das Anti-Pickel-Set. Das besteht aus der Hyaluron-Cream Boost und aus dem Anti-Pickel-Booster. Beautymates ist ein Startup aus Bayern, aus München. Und die Produkte sind auch made in Germany. Wir haben einen Code, Claudi30. Damit kannst du 30% auf das komplette Sortiment sparen. Und ich blende euch hier mal ein, wie ich das Anti-Pickel-Set anwende. Du hast ja verschiedene Möglichkeiten, das anzuwenden. Ich mache das aktuell einfach in der Mix-and-Match-Geschichte. Das heißt, ich nehme die Creme, mach 3 Tropfen hiervon rein, weil du kannst maximal 3 Tropfen mit der Creme kombinieren und maximal 3 Booster. Ich mache die volle Dröhnung und gib ihm. Das Zink lässt die Pickel austrocknen und das Vitamin C macht die antibakterielle Wirkung, sodass das Ganze auch geklärter wird und Niacinamide wirken entzündungshemmend. Ne? Genau, und das haben wir in dem Booster drin und zur Pflege haben wir dann die Hyaluron Cream Boost. Das ist die Basiscreme des Ganzen. Wir haben hier dieses Feuchtigkeitsdepot, was dann halt in dem Sinne Feuchtigkeit für die Haut gibt, dann Falten dadurch ja aufpolstert und eine ganz leichte Anti-Aging-Wirkung einfach mitgibt. Und ja, ich kann es euch empfehlen. Ich habe euch sowohl die Einzelprodukte als auch das Set in der Infobox verlinkt. Mit Claudi30 kannst du nochmal 30% auf das ganze Sortiment sparen. Ich achte da sehr drauf, dass ich nichts in meinen Sachen, die ich auf mein Gesicht packe, drin habe, was da nicht reingehört. Und deswegen vertraue ich Beautymates da super, super doll. Dass ich jetzt halt so ein bisschen Ausbrüche habe, ist einfach durch die Hormonumstellung bedingt. Ne? Und da hilft einfach der Anti-Pickel-Booster immer wieder, wenn ihr zum Beispiel so dran denkt, so Frauenprobleme oder so. Ne? Einmal im Monat, da kann man sich den einfach auch so punktuell drauf geben und das ist halt auch eine ganz gute Geschichte und ja, die Booster sind halt einfach auch 3-mal so hoch konzentriert wie normales Serum, deswegen wirken die halt auch nochmal etwas intensiver und ja, schaut in der Infobox vorbei, schaut bei Beautymates vorbei, gönnt euch Claudi30 und spart dabei noch ein bisschen, ne? Jo, so viel dazu und dann hat Beautymates sich auch noch überlegt, Claudinchen soll nicht nur irgendwie gerade was gegen ihre Pickelchen bekommen, nein, wir möchten auch zusehen, dass der liebe Julius auch was bekommt. Und das war richtig, richtig süß. Da hat die liebe Melody, das ist meine Ansprechpartnerin dort, etwas ausgesucht. Die ist selber zweifach Mama. Willkommen auf der Welt, kleiner Stern, zur Geburt. Alle lieben Wünsche und viel Glück für eure Zukunft. Das ist die Karte und die ist richtig süß. Richtig süß. Und da haben halt alle unterschrieben, was ich auch total nett finde. Zur Geburt eures Kindes wünschen wir euch alles Glück der Welt, dein Beautymates-Team. Und das ist einfach, ich weiß nicht, ich finde es einfach freundlich, wenn du halt nicht nur Kooperationspartner im Sinne von, du kriegst Produkte, sollst Produkte vorstellen, sollst dafür Werbung machen hast, sondern dass du halt merkst, okay, die interessieren sich auch ein bisschen dafür, dass du gerade auch eine Veränderung in deinem Leben halt hast, ne? Etwas, das hat die Melodie richtig gut ausgesucht, ist dieses dieser Knisterteufel. Da steht Julius aktuell total drauf und dadurch lässt er sich halt super schön beruhigen und ich finde den auch süß. Ja, der sieht auch so ein bisschen sorgenfressermäßig aus, ne? Ist richtig niedlich und wir haben überall diese Teile rumliegen und der freut sich darüber. Deswegen sehr, sehr gut ausgewählt. Und dann hat sie noch ein
mega süßes Kleidungsset ausgewählt, was ihm jetzt auch aktuell sehr gut passt. Das ist die Größe 62 und da haben wir einmal hier ein Pulloverchen. Da sind drauf Elefanten und Nilpferde und Löwen und es ist richtig, richtig schön warm. Also sehr passend jetzt auch für den Winter. Hier oben dann auch mit Knöpfen, was wichtig ist fürs Köpfchen, weil Babys hassen es sehr offensichtlich, etwas über den Kopf gezogen zu bekommen. Und dazu noch eine Hose. Ja, ne? Und aktuell fährt mein Freund auch total darauf ab, Julius immer irgendwelche Sets so anzuziehen. Heute sehen Julius und mein Freund vollkommen identisch aus. Also die haben sich heute im Partnerlook angezogen. Ja, egal. Man muss auch mal ein bisschen Spaß im Leben haben, was ich auch vollkommen in Ordnung finde. Und ja, ne? Sehr, sehr süß. Wirklich. Okay, so. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall Beautymates und liebe Melody für die Zusendung des Sets und auch des Sets von den Produkten, ne? Also quasi dem Anti-Pickel-Set, weil I need it offensichtlich. Ja, genau. Dann gehen wir jetzt mal weiter. Und zwar habe ich von einer lieben Zuschauerin eine Nachricht bekommen, dass sie einen Etsy-Shop hat und dass sie dort selber Sachen herstellt und so. Und ob sie mir was vielleicht zuschicken könnte. Und da habe ich gesagt, klar, kann ich machen. Ich kann es auch vorstellen und so. Mache ich sehr, sehr gerne. Und dann sagte sie, nein, du musst es nicht zeigen. Das ist nur für euch. Und ich sage, doch, doch, ich möchte das schon zeigen. Ich möchte das der Community vorstellen. Und mich halt auch in dem Sinne dann ja bedanken. Und was sie mir geschickt hat, Leute, das ist der Wahnsinn. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Wir haben uns das auch von den Großeltern gewünscht, so ein Wollwalk. Und das hat Julius auch immer an, wenn wir spazieren gehen oder spazieren fahren. Der kommt dann ja auch in seinen Kinderwagen und so. Ne? Das ist so regulierend für die Haut und du hast dann halt nicht zu warm, nicht zu kalt und so. Aber das ist so eine ganz spezielle, Wolle. Und die wäscht man auch nicht wirklich, die ist so selbstreinigend und so, total crazy. Und ja, da habe ich jetzt hier was bekommen. Ein kleiner Sohn, also ein Kärtchen hat sie mir geschrieben. Ich verlinke euch das, wie gesagt, in der Infobox. Handmade by For Mia gemacht. Und das ist so super weich. So super cool. Guckt euch das mal an. Das ist so ein Jäckchen. Richtig genial, ich sag's euch. Und sie hat extra auch reingeschrieben. Also ich habe natürlich im Vorfeld schon mit meinem Freund zusammen die Sachen uns auch, wir haben uns sie auch angeguckt und so. Und der sagt auch, boah, krass, ey, das hat eine Followerin von dir gemacht. Heute war meine Schwiegermam in Spee da und da hatte Julius in seinem, ja, also wir haben quasi so einen Trip-Trap und dann kannst du da drauf so ein Ding setzen, dass er dann quasi mit am Tisch liegt eigentlich, ne? Aber er kann halt auch gucken und das freut ihn total. So, und dann hatte er so eine Decke und die war halt so selbst gehäkelt. Jemand, also eine von euch, eine liebe Zuschauerin, hatte diese Decke gehäkelt. Das ist so eine Türkise. Und da war meine Schwiegermama im Spiel auch so, was, wie schön die ist und so, ne? Und dann habe ich ihr das erzählt und dann sagte sie auch, da kannst du echt, also deine Community, die sind ja der Wahnsinn. Ich sage, ja, sind die auch. Also Leute, liebe Grüße von meiner Schwiegermama im Spiel, ihr seid der Wahnsinn. Auch Martina, du bist der Wahnsinn. Die hat halt mir auch geschrieben, dass sie das extra ein bisschen größer gemacht hat, weil Julius da ja auch eine Weile reinpassen soll. Das ist so hübsch und so angenehm vom Stoff her, also auch diese Einsätze hier, ne? Diese kleinen Täschchen, das fühlt sich so schön an mit diesen Füchschen, ich liebe Füchse und Waschbären und so und oh, das ist so niedlich. Mit Kapuze, dann brauchst du halt auch nicht eine extra Mütze oder so, aber die ist halt von innen gefüttert, damit Julius es halt nicht kratzig am Kopf hat und die Haare nicht so abstehen, so mitgedacht. Dann hat sie auch sogar hier beim Reißverschluss noch so ein überlappendes Ding gemacht, ne? Also schaut in der Infobox vorbei. Ich habe euch den Shop von Martina verlinkt, dass ihr dann das sehen könnt, ne? Also richtig, richtig cool. So hübsch, so liebevoll. Also vielen, 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 vielen Dank. Das ist ein ganz, ganz tolles Produkt. Und diese Wollwalks, das ist halt Handarbeit, ne? Und das ist eigentlich echt, echt teuer, ne? Also von daher lieben Dank. Also Handarbeit ist echt eine krasse Sache, ich sag's euch. Ja, Wahnsinn, ne? Manchmal, da weiß man gar nicht, wie gut man es eigentlich hat, manchmal so. Ja, jetzt kommen wir zu einem weiteren Kooperationspartner von mir, wo ich auch ein kleines Videochen zu abgedreht habe. Und zwar hat hier Poda neue Produkte rausgebracht. Da geht es um Masken. Das sind diese hier. Huch! Ich habe zum aktuellen Zeitpunkt, wo ich das Video drehe, leider noch nicht den Code bekommen.
aber es werden 30% sein. Ich blende euch das einfach mal ein, was ihr mit dem Code bekommt und wie der Code konkret heißt. Dann bekommt ihr halt diese Masken zu einem Preis und das sage ich euch, das ist dann wirklich Drogeriepreis, weil ihr dann unter 5 Euro pro Maske habt, wenn ihr euch einfach auch so ein Set holt, ne, wo ich glaube 5 Stück sind da drin und dann habt ihr nochmal den Code, also das ist hammermäßig. So könnt ihr halt wirklich, ne, High-End-Qualität zu Drogeriepreisen bekommen, denn ich habe die Masken getestet, bis auf eine, und zwar die mit hier PHA, BHA und so weiter, genau, die kann ich nicht, die Rescue Moment, weil die halt mit chemischen Peelings ist. Chemische Peelings kann ich in der Stillzeit nicht verwenden oder soll ich nicht verwenden. Deswegen habe ich die erstmal jetzt zur Seite gelegt, aber die anderen beiden habe ich verwendet. Ich hätte mal vielleicht am Anfang auch erzählen können, dass Yepoda eine K-Beauty-Marke ist, die nach Deutschland gekommen ist, beziehungsweise die in Deutschland sitzt. Das ist halt super cool, dass man da einfach ja so ein bisschen in dieses K-Beauty-Thema reinschnuppern kann. Ihr habt hier ja eben die Anwendung gesehen. Es macht einfach richtig, richtig Spaß, weil du hast so ein dünnes Vlies und so schön nass, so schön pflegend und so ein toller Moment der Entspannung, den ich dann hier habe. Hier haben wir einfach in dieser Verpackung, die so schon mal richtig schön aussieht, einen Verschluss, den ich einfach krass finde für das, was man dafür bezahlt. Ne? Ist richtig schön, weil da hat sich ja wahrscheinlich jemand hingesetzt und jedes einzelne Moped dann zugemacht. Dann hast du hier die Möglichkeit, dass die bei Spotify so eine Playlist gemacht haben, wo ein Track 15 Minuten lang ist und 15 Minuten lässt du die Maske ja auch immer auf deinem Gesicht. Und hier hast du halt in so einer Verpackung 5 von diesen Masken. Und ich habe damals auch in der Stärkeindustrie gearbeitet. Die Verpackungen sind aus Kartoffelstärke. Es riecht nicht nach Kartoffel, das sieht nicht nach Kartoffel aus. Man nimmt halt die Stärke aus der Kartoffel, kann es extrudieren und so weiter und daraus halt sowas machen. Bei The Recovery Moment hast du eine beruhigende Geschichte mit Niacinamiden, die hatten wir ja eben schon, Lieblingsinhaltsstoff eigentlich, ne? Panthenol, das ist Pflegen, Calendula, das ist auch eine sehr, sehr entzündungshemmende Geschichte. Also ich sehe das auch bei den ganzen Produkten, die ich für Julius habe, ne? Irgendwie überall hast du Calendula drin oder Calendula. Wie spricht man das aus? Ich weiß es immer noch nicht genau. Dann haben wir auch noch The Timeless Moment, das ist dann so Slow Aging, also nicht Anti-Aging, sondern Slow Aging, weil altern müssen wir alle. Da hast du einen Peptidkomplex und Beeren mit dabei. Und dann haben wir noch last but not least halt die Rescue Moment. Da hast du ja eine peelende Geschichte. PHA, einfach gesagt, für sensible Haut super geeignet, sehr sanft, aber trotzdem effizient. AHA ist Fruchtsäure, ist tatsächlich Anti-Aging. Und ein Algenkomplex hast du hier auch mit dabei. Also auch da vielen, vielen Dank an Yepoda für die Zusendung der neuen Produkte. Schaut auch da gerne mal bei Yepoda vorbei. Und ich habe noch von Yepoda etwas weihnachtliches Geschenk gekriegt. Ich habe schon vor einem Jahr, glaube ich, von denen auch ja, Weihnachtspost bekommen, denn auch mit Yepoda arbeite ich zusammen, seitdem es die, glaube ich, gibt sogar. Also die haben mich auch damals sehr früh schon kontaktiert. Und hier hat ja, Yepoda halt den Kooperationspartnern ein quasi Löffel- und Gabelset zukommen lassen. Und die Gabeln sind natürlich eine ganz spezielle Geschichte, nämlich Stäbchen, Essstäbchen. Ja, und so haben wir jetzt sogar ein paar Stäbchen für mich und ein paar Stäbchen für meinen Freund und natürlich einen Löffel mit dabei. Und ich habe schon einen Löffel, wo Claudis Welt draufsteht und jetzt habe ich noch einen weiteren. Ich bin immer sehr, sehr stolz, wenn ich den verwende. Und immer wenn mein Freund mir zum Beispiel einen Tee kocht, dann macht er meinen Löffel da rein. Einfach weil ich da einfach ja, stolz drauf bin, ganz ehrlich, ne? Dass Claudis Welt auf einem Löffel steht, ja. Und auch auf Essstäbchen, das macht mich einfach irgendwie glücklich. Dann kommen wir mal zum nächsten. Und zwar habe ich von Benefit ein Paket oder ein Päckchen zugeschickt bekommen. Ich bekomme ja die Neuheiten ab und an mal zugeschickt, um sie euch vorzustellen. Und jetzt haben die einfach auch ein Weihnachtspaket rausgeschickt. Ja, und da habe ich ein Produkt, was ich schon mal da hatte, aber ich glaube, es war alt. Aber hier habe ich jetzt ein neues Bene Tint Rose Tinted Lip and Cheek Stain. Ja, das ist quasi ein, ich weiß gar nicht, gibt es da überhaupt verschiedene Farben? Das kannst du auf die Lippen so drauf machen. Das ist jetzt auch so ein bisschen K-Beauty-Style, ne? Weil die Koreaner bzw. die Asiaten mögen das ja auch sehr, sehr gerne, dass du dann so einen Hauch von auf den Lippen hast. Deswegen habe ich das jetzt mal als Überleitungsprodukt. Und ja, das sieht auf jeden Fall sehr intensiv aus. Hinterlässt dann halt auch so einen Hint of Tint auf den Lippen, aber auch auf den Wangen. Ne? Ja, den habe ich schon da, den habe ich letztens auch schon mal wieder verwendet gehabt. Der Hoola in Mini mit 2,5 Gramm, das ist der klassische Bronzer, den wir kennen, den mag ich auch sehr, sehr gerne leiden. Ist ein sehr schönes Produkt. Dann habe ich hier einen absoluten
mega einer meiner Lieblingsprodukte überhaupt. 24 Hours Brow Setter von Benefit ist so, so toll. Das ist jetzt eine kleine Variante davon. Den habe ich heute auch wieder auf meinen Augenbrauen drauf oder in meinen Augenbrauen. Der tackert dir die Augenbrauen fest, hält die Härchen an Ort und Stelle. Dann habe ich hier nochmal in Full Size die They Are Real Magnet Mascara. Auch das eine ganz gute Mascara. Die macht auch richtig Wawawum in die Lashes rein. Das ist ein Gummibürstchen-Mascara-Ding, ne? Und da sind Magnete in diesem Bürstchen drin irgendwie. Dass wenn du, also du gehst einmal drüber, also eine Schicht, ne? Und wenn du das zweite Mal drüber gehst, dann werden die Magnete irgendwie aktiviert und dann hast du mehr Wumm, mehr Schwung und mehr Volumen. Und ist crazy, aber es ist wohl so. Und ja, Supercharged Black ist hier die Farbe. Das ist halt, ich glaube, die gibt es auch nur in Schwarz. Ein ganz schickes Teil. Also die sieht wirklich hübsch aus, ne? Echt hübsch. Und die Bad Girl Bang ist auch eine ganz aufregende Mascara. Die hat ein Gummibürstchen, was tannenbaumförmig ist und sehr, sehr flexibel. Also damit kannst du auch sehr präzise deine Wimpern trennen und machst halt auch sehr, sehr schön, vor allem Länge in deine Wimpern mit rein. Ne? Ja, das ist so dieses Zauberstab-Dingenskirchen. Ja, genau. Also da auch nochmal vielen Dank an Benefit. Das war das Weihnachtspaket, was ich von denen zugeschickt bekommen habe. Finde ich eigentlich auch ganz nett, weil ab und an bekommen wir nämlich so PR-Pakete von denen zugeschickt, ne? Und ja, da hatte Benefit sich dann gedacht, Claudinchen kriegt jetzt auch noch ein kleines Weihnachtsgeschenk. Cool. Jetzt habe ich einen Klopper für euch, Leute. Denn Dalton hat mir angeboten, dass wir ab heute mal wieder einen 20% Rabattcode machen können, der eine Woche gültig ist. Also von heute, dem 22.01. bis zum 29.01. kannst du mit Beauty Claudi 20% auch das komplette Sortiment sparen. Ausgenommen sind natürlich wieder Streichpreise und die Gutscheinkarten, ist klar. Aber ihr könnt ja mal schauen, vielleicht könnt ihr das ein oder andere Set ja auch sogar in euren Warenkorb legen. Und rabattiert bekommen. Das wäre ziemlich cool, denn Dalton bietet mittlerweile relativ viele Sets an mit Produkten, die so meine Herzenslieblinge sind. Ich denke, dass ich da sowieso nochmal separate Videos drüber drehen werde und wollte euch aber jetzt erstmal zeigen, was ich zu Julius Geburt bekommen habe, was ich zu Weihnachten bekommen habe und Produktnachschub, den ich mir selber auch geordert habe. Ich starte mit dem Weihnachtsgeschenk, was ich gekriegt habe. Ja, das ist quasi schon direkt der Klopper überhaupt, ne? Ja, wir haben so eine wunderschöne Frohe Weihnachten Kugel bekommen. Die ist irgendwie auch handbeschrieben. Also da hat sich, glaube ich, jemand von Dalton hingesetzt und das draufgeschrieben, oder? Weil das sieht mir ganz nach einer Handschrift aus. Finde ich sehr, sehr, sehr hübsch, ne? Also sehr dekorativ. Und ja, das größte Weihnachtsgeschenk, was die mir gemacht haben, da bin ich aber auch vom Stuhl gefallen, als ich das gelesen habe, beziehungsweise ich habe geschrien. Ja, kann man machen. Und meinem Freund dann auch direkt geschrieben, dass er sich entweder Urlaub nehmen muss oder keine Ahnung. Wobei mein Dad und seine Frau haben sich schon angeboten, vorbeizukommen. Es geht im Mai nach Malaga. Das ist der Wahnsinn, Leute. Ja, ja, ich habe hier so ein Kärtchen bekommen, da steht das drauf und ich habe mich maximal gefreut, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, und dann hat sich Dalton gedacht, naja, es ist Winter und wir brauchen für die beanspruchte Winterhaut für unsere Kooperationspartnerinnen auch etwas, was die Haut halt schön macht. Da habe ich einmal das Spa, hier Spa Deluxe, genau, Bodycare, Ingwer, Meersalz, Körperpeeling und dann habe ich hier dieses mega krasse Anti-Aging Körperbutter-Gedönsen. Optimale Pflege für Winterhaut. Hier hast du das Öl mit dabei, was die Haut auch noch entsprechend pflegt und nicht austrocknend dann in dem Sinne ja ist, ne? Weil du peelst die Haut, beanspruchst die mechanisches Peeling eben durch das Salz, aber durch das Ingwer und durch das Öl hast du eine belebende und gleichzeitig auch pflegende Wirkung für deinen Körper. Und hier haben wir einfach so richtig butterige Pflege, reichhaltige Pflege. Du hast danach einfach eine super wundervolle, perfekte Haut. Und wenn ich irgendwann mal, so Gott will, heirate, wird das etwas sein, was ich dann natürlich auch im Vorfeld verwende, damit ich streichelzarte Haut habe. Das ist etwas, was man halt verschenkt oder geschenkt bekommt, sich wünscht oder was man sich halt selber auch einfach mal schenkt. Mit Beauty Claudi kannst du ja auch 20% auf die Produkte sparen, ne? Auf die Dalton-Produkte. Die Marinepflege ist etwas, wo ich sage, das ist Spa für zu Hause, ne? Das ist eine ganz besondere Geschichte, die ich super gerne euch auch ans Herz legen möchte. Für wenn man einfach mal schlecht drauf ist und einen schlechten Tag hat, dann greife ich persönlich zum Beispiel zu der Dalton-Gesichtsmaske, Hydrogel-Gesichtsmaske, weil das einfach auch irgendwie mir so ein,
Om-Moment gibt. Oder ich gönne mir einfach die Körperbutter oder ein schönes Peeling oder so, ne? Weil ich habe ja auch immer, dass ich morgens und abends meine Zeit so im Badezimmer habe, wo mein Freund auch auf Julius aufpasst und wo ich halt einfach mir meine Zeit nehme und auch so ein bisschen versuche, wieder runterzukommen und ready for the night bin, ready for the day bin. Und das brauche ich ja auch, ne? Weil es ist immer bei mir alles super tough und super viel und dann brauche ich halt einfach so gewisse Spa-Momente, so gewisse Momente, wo ich halt Kraft tanken kann. Und das kann ich persönlich einfach mit der Pflege von Dalton sehr, sehr gut, weil das halt auch irgendwie, es gibt mir ein tolles Gefühl. Kann man das einfach mal so stehen lassen? Julius hat aber auch etwas zur Geburt bekommen und Leute, das ist so mega schön. Da hat Denise wirklich also sich was ganz Cooles überlegt. Einmal von Christine Weiß. Das ist ganz, ganz cool. Das ist auch wieder ein Fuchs, liebe ich. Also ganz offensichtlich schauen meine Kooperationspartner meine Videos und sehen, dass Julius ja auch ein Waldzimmer hat und dass wir hier, gut, die wissen ja auch, wo ich wohne, ne? Also, dass wir hier auch wirklich sehr ländlich wohnen. Wo Fuchs und Hase sich gute Nacht sagen, sagt man hier auch sehr schön, ne? Und es passt dann einfach mit diesen ganzen Füchsen. Und da haben wir halt so einen Holzfuchs. Und ein Silikonring. Und ja, Julius ist jetzt ja gerade auch vollkommen durch seinen 8-Wochen-Schub durch. Und seine Sinne haben sich so enorm geschärft, was Sehen angeht, was auch Fühlen angeht. Ne? Auch Greifen und Laute und so richtig krass bei ihm. Und deswegen ist es total schön, wenn man halt so andere Haptiken hat. Und so dieses Silikon, das wird sich auch richtig schön. Und dazwischen hast du noch Holz, ne? Dann den Holzfuchs. Also richtig, richtig cool. Das ist ein Greifring. Das ist toll. Ja, das ist richtig schön. Dann für sein Zimmer und das finde ich hammerschön. Das ist halt so ein personalisiertes Geschenk von, wie nennt sich das? Kids Mood. Genau, da habe ich hier nämlich noch die Schutzfolie. Hatte ich mir hingelegt, dass ich weiß, was es ist. Da haben wir auch wieder Julius draufstehen, dann 12.11.2022, das ist sein Geburtsdatum. Und dann haben wir hier eingraviert Hase, Löwe, Reh, Bärchen und ja, ich weiß nicht, was das sein soll. Tiger oder so vielleicht? Oder Schaf? Man weiß es nicht. Dann ist hier auf jeden Fall ein Kabel mit dabei. Und das ist beleuchtet. Also das, ne, ist dann quasi hier dieses Glas oder dieses, ist ja kein richtiges Glas, wie nennt sich das denn? Die Sicherheitsglas, keine Ahnung. Das ist dann beleuchtet und das sieht voll hübsch aus und das ist toll. Und das ist schon sehr niedlich. Und das ist ein ganz, ganz tolles Welcome to the World Geschenk für Julius. Und ja, vielen, vielen Dank, liebes Dalton-Team. Das sind sehr außergewöhnliche und durchdachte Geschenke, die wir so gekriegt haben, muss ich sagen. Ne? Ja, dann habe ich noch ein bisschen Produktnachschub bestellt bei Dalton, weil, wie gesagt, diese Woche haben wir die Pflegewoche mit Dalton und da könnt ihr mit Beauty Claudi sparen. Und da wollte ich natürlich noch ein paar Produkte auch austesten und mit euch zusammen dann auch verwenden in den nächsten Tagen. Und ja, das war dann einmal hier die Q10 Energy Boost Crememaske, die kannte ich noch gar nicht, 50 Milliliter. Dieses Video, was ihr jetzt seht, ist jetzt ja natürlich ein bisschen vorgedreht. Das heißt, ich habe die Maske dann auch schon in Anwendung und dann werde ich euch auf Instagram mitnehmen. Ich werde euch in YouTube-Videos auch ein bisschen was zu den Produkten erzählen können, ne? Und die auch vielleicht mal in Anwendung zeigen. Also da kommt jetzt nächste Woche ein bisschen was. Q10 ist ja auch dieses Anti-Aging und ich hatte jetzt letztens auch von der Q10-Reihe die Gesichtscreme und die war super, also die hat meiner Haut sehr gut gefallen. Ich persönlich verwende auch gerne die Extreme Lift Reihe und habe hier noch ein paar andere Produkte, die ich euch zeigen möchte. Natürlich auch die Spa Deluxe Geschichten für den Körper, ne? So, dann aktuell in Anwendung, teilweise schon aufgebraucht, habe ich hier die neuen Booster von Dalton. Die werden dieses Jahr auch noch ein paar mehr rausbringen, haben die auf Instagram geteasert. Die haben jetzt angefangen mit Niacinamiden und mit Hyaluron. Ich hatte das auch im Adventskalender drin und das Niacinamid habe ich schon leer gemacht. Das Hyaluron habe ich fast leer. Also da habe ich jetzt Nachschub, das freut mich sehr. Und es war ein Reim, das muss auch mal sein. Und hier hast du jeweils 30 Milliliter drin. Dann habe ich noch zwei Produkte von Dalton, die ich euch zeigen möchte. Das ist einmal das Premium Clean Reinigungsschaumprodukt, 150 Milliliter. Der Reinigungsschaum von Dalton ist einfach so sanft, aber gleichzeitig so effizient. Also sanft zu meiner Haut, effizient gegen das Make-up, dass es quasi runtergenommen wird. Richtig cool. Und das ist halt für mich persönlich richtig gut geeignet. Und dann für sensible Haut super geeignet habe ich hier das sanfte Anti-Aging-Gesichtswasser, Gesichtswasser Comfort Clean. Das werde ich jetzt auch wieder in Anwendung nehmen und freue mich darüber, weil das halt auch eine super sanfte Geschichte ist. Ist halt so wie auch ein Toner zu verwenden.
also nach der Reinigung der Haut und vor der Verwendung von Serum oder Booster oder Gesichtsmaske zum Beispiel, ne? Das gibt meiner Haut halt wirklich auch nochmal Leben zurück, bereitet sie auf die nachfolgende Hautpflege vor und auch auf die ganzen Wirkstoffe, die dann ja auch kommen. Ihr seht ja auch, ich habe super wirkstoffintensive Pflege für mein Gesicht. Und ja, das ist auch ein sehr, sehr gutes Produkt, habe ich mir gewünscht, dass ich das auch wieder jetzt in Anwendung nehmen darf. Und ja, nun sind die Produkte von Dalton hier und ich kann sie auch wieder verwenden. Das ist wieder so dieses Spa at Home und ich freue mich eigentlich vor allem, bin ich ehrlich, auf die Maske, weil die ganz neu ist. Die habe ich noch nie verwendet, da weiß ich noch gar nicht, wie sie ist und ich bin ja immer so neugierig, ne? Ja, also vielen, vielen Dank auch an Danas. Oh Gott, es tut mir leid. An Denise. Und das komplette, an Denise und das komplette Dalton-Team, Mensch, Claudi, reden. Für die Geschenke, für die geile Kooperation und ich freue mich drauf, dass wir uns im Mai dann ja auch persönlich wiedersehen. Und dann habe ich jetzt als letztes noch etwas, das ist jetzt just mir gerade erst eingetroffen, und zwar von Wild. Wild, die haben diese Refill-Deos und die haben mich angeschrieben, ob wir zusammenarbeiten wollen und ich habe das jetzt gerade erst bekommen. Die wissen nichts davon, dass ich die jetzt in diesem Video erwähne, aber ich mache jetzt hier ein Unboxing von meinen ganzen PR-Paketen und die gehören dann nun mal zu. Das werde ich jetzt demnächst mal ausgiebig testen. Meine Ansprechpartnerin hat freie Auswahl gehabt und hat mir drei Düfte oder drei verschiedene Duftrichtungen von den Deos zukommen lassen. Und auch bei diesem Deo-Stick hat sie sich austoben dürfen. Und da hat sie echt ins Schwarze getroffen. Das ist ein richtig toller mintgrünen Ton, ne? Und da steht Claudi drauf. Haben sie mich direkt, ne? Das ist natürlich total super. Und dann kannst du hier oben halt immer die Refills reinmachen. Ist halt nachhaltig, ne? Du hast halt eine Verpackung und dann kriegst du immer diese Refills. Ich weiß nicht, ob das auch, da muss ich mich halt noch genau einlesen, ne? Ob das irgendwie in einem Abo-Segment oder so läuft oder ob man die halt auch einzeln so kaufen kann. Das hier ist ein Refill. Fresh Cotton and Sea Salt hört sich schon mal sehr interessant an. Aluminiumfrei, da bin ich gespannt, ob das dann auch dazu führt, dass ich nicht mehr dufte, dass ich nicht mehr schwitze, dass ich, ihr wisst, was ich meine. Genau. Und vegan-friendly halt. Und so sieht das dann aus, wenn man diese Refills hat. Sieht schon mal so weit so gut aus. Es riecht auf jeden Fall sehr angenehm. Wirklich nach frisch gewaschener Wäsche. Aber als Deo, da muss ich mal gucken, wie lange die auch halten, ne? Und dann habe ich als nächstes Chamomile Tea and French Lavender, also quasi der Endgegner für Contra-Junkie. Kamillentee und französischer Lavendel. Hä, warum lässt sich das jetzt nicht? Doch, ich wollte schon sagen, das muss auch zur Seite geschoben werden können. Das riecht wirklich nach Kamillentee und Lavendel. Das sind wirklich sehr direkte Düfte, ne? Also da ist kein Tralafitti drumherum, du hast einfach den Duft, der draufsteht. Wobei das eher Unisex riecht, ne? Also da würde ich jetzt nicht unbedingt zwingend sagen, das ist ein Duft, der was für mich ist. Und hier habe ich einen sehr süßen Duft, da bin ich gespannt. Kokosnuss, Leute. Kokosnuss und Vanille habe ich dann hier als dritten. Und ich weiß jetzt nicht, ob man die ganzen Düfte, ob man da immer wieder tauschen kann oder so. Nee, eigentlich nicht, ne? Weil das wird ja immer hochgeschoben. Das riecht so ein bisschen wie meine Mama. Wie ein Parfum von meiner Mama. Cool. Ja, genau. Ja, so sehen die Refills. Die Refills aus, ne? Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob ihr die Marke schon kennt und welche Erfahrungen ihr damit habt. Das könnt ihr generell, also alles, immer wenn ich Kooperationen habe, mir auch schreiben, ne? Das ist für mich auch super wichtig zu wissen, dass ich da auch ein bisschen, ne? Weil ich sehe halt nur das, was ich so habe und wie mein Kontakt so mit den Leuten ist. Und manchmal höre ich auch von Kolleginnen und Kollegen, wie die das so handhaben oder was da halt vielleicht gelaufen ist oder eben nicht. Aber wenn ihr mir vielleicht einfach auch schreiben könnt, was ihr für Erfahrungen habt, das wäre auch sehr interessant. Das war mal ein krasser Haul, das kann man nicht anders sagen. Aber naja, ihr wollt es, ihr kriegt es. Krasses Pferd und ich, ja, habe wirklich die geilsten Kooperationspartner der Welt, man kann es nicht anders sagen. Denn dass man Weihnachtsgeschenke kriegt und Geschenke für die Geburt des Kindes, finde ich schon ziemlich liebevoll gemacht, ne? Ja. So, ihr Lieben, das war es jetzt hier von mir und schaut, wie gesagt, gerne in der Infobox vorbei, die ist prall gefüllt. Wenn es dir hier gefallen hat, lass mir doch super gerne einen Daumen nach oben da, würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Hauls. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich super gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich da echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!